Moin, die Figuren sucht sich und willkommen zurück bei Chris Tailment. Jetzt zeige ich euch nochmal genau, was der neue Ecto 1A aus der Playmobil-Serie alles drauf hat. Die Nummer ist die 70170 und die Box seht ihr jetzt hier in der Nahansicht. Sehr schönes Boxart, wie ich finde. Vorne natürlich alles, was ihr seht, ist in der Box drin. Schön in Action gehalten mit dem geilen, ich finde dieses grüne Effekte Proto-Plasma-Balla-Balla-Zeug richtig cool. Hinten natürlich genau, was ihr seht, alles, was in der Box drin ist. Nachher nochmal genau, was mir in dieser Box fehlt. Ja, es fehlt mir einiges, aber dafür ist auch vieles drin. So, das ist die Box. Wenn ihr euch den Ecto 1A besorgt, müsst ihr natürlich auch zusehen, dass ihr Batterien bekommt. Ihr habt das schon gesehen, vorhin noch drei AAA-Batterien, also 1,5 Volt, das sind diese kleinen, dünneren Batterien, damit die Sirene und das Licht funktionieren. So, da ist er. Fix und fertig. Mega. Ich finde das Ding hammer. Hammer, hammer, hammer geil. Richtig schön. Playmobil hat wieder einen super Job gemacht. Im Prinzip ist es ja der Ecto 1, nur Upgrade mit den ganzen Aufbauten. Dazu aber zum Vergleich nachher. Was ich direkt sagen muss, ist, ihr seht ja schon die ganzen Aufdrucke an den Seiten. Das Ghostbuster 2 Zeichen, dann die ganzen Warnstreifen und richtig cool, was man sehr schwer sieht, sind diese beiden Sticker. Ihr seht ja auf der linken und rechten Seite, auf der Seite hier, diese schwarzen, ja, LED-Panels. Im Film ist es ja so, dass eine Laufschrift in diesen Panels läuft, von wegen Ghostbusters und auf der anderen Seite Now we are back for hire. Das haben sie sehr geil gelöst in Hologramm-Stickern. Also wenn ihr die Sticker oder das bewegt, dann seht ihr die Laufschrift und natürlich auch dieses We are back for hire, was sich ändert. Finde ich richtig, richtig, richtig gut gelöst. Ansonsten, was soll man dazu sagen? Der Ecto 1 fährt super. Ihr könnt natürlich auch wieder das Dach abnehmen. Und ihr seht im Inneren, klar, ihr könnt die Figuren reinsetzen. Ihr habt Ablagemöglichkeiten für eure Proton-Packs. Und natürlich für eine Geisterfalle. Der Kofferraum geht natürlich auch auf. Also richtig schön unkompliziert und super klasse. Ihr merkt, ich bin davon begeistert. Ich finde das Set einfach nur geil. Ich finde den Ecto 1 mega. Auch der Maßstab finde ich super. Playmobil, bitte macht mehr sowas. Also ist nicht unbedingt Ghostbusters, obwohl doch, klar. Ich hätte den Vigo hätte ich gerne noch gehabt, den Bösewicht oder so aus dem zweiten Teil. Aber generell, Lizenzware, super. Ich finde das mega gut. So, jetzt kommen wir zu den Figuren, die dabei sind. Ihr habt ja gesehen, es sind 4 Figuren dabei. Natürlich alle in den Outfits von dem zweiten Teil. Wir haben einmal den Wankman, den Egon Spengler, den Ray Stantz und natürlich den Winston Zeddemore. Mit dabei habt ihr natürlich auch eine Falle, leider nur eine Falle, aber immerhin habt ihr eine Falle dabei. Und ihr habt einen Aufsatz von der Playmobil-App. Die App habe ich euch schon mal gezeigt in den anderen Videos, die kleinen Vierer-Sets, die einzelnen Figuren. Da hat jeder so einen Aufsatz, allerdings mit einem neuen Logo, mit dem Zweier-Logo. Schaut euch mal die Videos an, wenn ihr wisst, wie das funktioniert. Da braucht ihr die Playmobil-App für und da könnt ihr richtig Geister fangen mit. Also wirklich richtig Geister. Was noch dabei ist, ist einmal hier dieser rosa Schleim, weil Ray und Zeddemore, die spritzen ja hier den Schleim durch die Gegend. Der sollte auch kleben. Zack, so. Das sind diese 4 Figuren. Jetzt haben 2 Figuren den Schleimspritzer. Haha, er hat Spritzer gesagt. Lustig. Also, zweimal haben wir den Schleimspritzer dabei. Und 2 mit Proton-Packs, den klassischen Proton-Packs. Ich habe jetzt mal Peter und Egon die gegeben. Jetzt kommt eine Sache, die ich ein bisschen schade finde bei dem Set. Nicht falsch verstehen. Ich komme gleich zum Vergleich von Ecto 1 und Ecto 1A. Auch von der Box, was ihr anders drin habt und was da anders war. Aber was mir jetzt hier so ein bisschen fehlt, ist eine Kleinigkeit. Ihr kennt noch diese Proton-Aufsätze auf den einzelnen Sets und aus dem Ecto 1-Set und Feuerwachen-Set aus der ersten Serie. Das sind diese kleinen Proton-Set-Strahl-Imitation, die hier vorne auf dem Protonstrahler steckt. Und dann könnt ihr hier so... Wie macht das Geräusch, hörst du jetzt? Also Geister fangen. Die sind leider nicht dabei. Ich finde es schade, dass Playmobil da nicht 2 Stück noch reingelegt hat für die Proton-Packs. Hätte ja Sinn gemacht, weil die Schleimspritzer haben ja auch 2 Aufsätze. Das ist schade. Hätte ich noch geil gefunden. Dann wäre es ein perfektes Set gewesen. Ich finde es so schon richtig, also wie gesagt, richtig, richtig gut. Das ist das, was ihr auf jeden Fall in den Set bekommt. Kommen wir erstmal zu den Boxen. Die Boxen sind logischerweise, weil der Ecto gleich groß ist, gleich groß. Was interessant ist, kann ich das so zeigen? Ja. Also, ihr seht natürlich hinten drauf die Unterschiede, was jetzt drin ist. Also, wir haben bei dem Ecto 1A alle 4 Figuren.
alle vier Ghostbusters dabei. Beim Ecto 1 hatten wir nur Janine und Winston Zeddemore. Und natürlich viermal Schleim. Da haben wir nur einmal Schleim. Ist ja nicht so schlimm. Allerdings haben wir hier zweimal den Aufsatz. Klar, jetzt könnte man sagen, hey, wir geben doch auch zwei Aufsätze. Wo waren die denn jetzt? Da. Allerdings eben nur für die Schleimthrower. Ansonsten gibt es keine großen Unterschiede. Na klar, das Auto ist anders, könnt ihr jetzt sagen. Ecto 1A, habt ihr schon gesehen, ne? Und der Ecto 1. Im Prinzip natürlich das gleiche Grundgerüst, der gleiche Ecto. Die Aufbauten sind natürlich logischerweise anders. Was ich witzig finde, ist ein kleines Detail, was ich weiß nicht warum, es ist mir aufgefallen. Ihr habt ja diese beiden Knöpfe. Der eine Knopf ist fürs Licht, der andere für... Genau. Witzigerweise ist hier der Knopf fürs Licht rechts. Auf der Seite ist es aber links. Es hat nichts damit zu tun, dass es nicht funktioniert oder so. Das ist Quatsch. Es ist nur vertauscht. Ich weiß nicht warum. Es ist mir aufgefallen. Ich wollte es euch mal zeigen. Also das Licht ist eben auf anderen Seiten. Jetzt bin ich aber gespannt, ob die Sirenen auch anders sind. Natürlich sollten sie nicht anders sein, aber wir hören mal. Stereo. Ja, sind beide gleich. Hören auch beide gleich, laufen auch beide gleich lang. Und die Lichter finde ich auch mega. Also die LEDs, da kann man voll die Hausparty mit feiern. Finde ich richtig klasse geregelt. Natürlich, wie gesagt, wenn ihr die Sachen abnehmt, machen wir mal Licht aus. Plupp. Haben wir gerade schon mal gesehen. Der Ecto ist identisch. Da ist beides genau das gleiche drin. Ist ja klar. Es ist genau das gleiche. Das Einzige, was jetzt natürlich beim Ecto 1 anders ist, ist jetzt hier der Haken an der Seite. Der fehlt hier. Also hier ist ja noch so ein Einhänghaken. Da ist für Ecto 1A der Schlauch dabei, der hier eingesetzt wird in das Loch. Ich bin begeistert. Also Playmobil hat da wieder richtig bewiesen, dass sie das drauf haben oder dass sie es drauf haben. Ihr müsst damit ja nicht unbedingt spielen. Ich als Sammler finde das Ding super zum Hinstellen. Man hat ein richtig geiles Gefühl in der Hand. Das Ding ist riesig, also richtig groß. Und wenn ihr den Ecto 1 habt, dann wisst ihr genau, was ihr bekommt. Noch ein bisschen besser mit den Hologrammstickern und so weiter. Ihr habt viel mehr Sachen auf den Aufbauten. Das Licht ist ein Ticken anders, logischerweise wie im Film, aber total crazy. Ich stehe drauf. Ich finde ihn mega, mega gut. Also im nächsten Video geht es um diese Herrschaften hier und diese Sets werden auch im Gewinnspiel verlost. Und zwar Playmobil sponsert dreimal dieses Set, was ihr bei mir gewinnen könnt. Was ihr dafür tun müsst, ganz einfach, ich habe noch keine Ahnung, das erfahrt ihr dann im nächsten Video. Haha! Habt ihr euch die Sachen selber gekauft? Zum Beispiel zumindest den Ecto 1, weil die Figuren könnt ihr ja bei mir gewinnen. Oder habt ihr es noch vor? Wenn ihr Playmobil-Fan seid, wenn ihr Ghostbuster-Fan seid, dann tut mir einen Gefallen, kauft die Dinger euch. Da macht ihr auf keinen Fall was falsch. Ich bin hin und weg. Das steht bei mir im Regal. Und richtig gut. Passt auch wunderbar zur Feuerwache, wenn ihr die auch habt. Und die ganzen anderen Sachen passen natürlich auch dazu. Eure Kommentare sind gefragt. Was denkt ihr darüber? Schreibt mir es in die Comments-Box. Macht einen kleinen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Oder wenn euch Playmobil gefallen hat. Schreibt mir, ob ihr euch das gekauft habt, ob ihr es habt oder ob ihr es noch vorhaben solltet. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich würde mich mega darüber freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns dann bei den Ghostbuster-Verlosungen. Bis dahin zum nächsten Video sage ich mal ein spannendes Tschüssikowski und Stay Nerdy, ihr Figurensuchti.